Und wenn wir da bewusst in diesen reingehen können, dann entsteht, sage ich jetzt als erstes so ein, ich nenne das Doppelspiegel. Das heißt, wir spiegeln das, was in der Landschaft lebt, und die Landschaft spiegelt uns, was in uns lebt. Und wenn wir da durch die Resonanz wird das wie geweckt. Und da haben wir dann die Möglichkeit, persönliche Heilung zu erleben und auch einen Impuls für die Heilung in der Landschaft zu geben. Das ist so ein schönes Bild, im Prinzip Heilung durch die Erde, aber auch Heilung für die Erde. Das heißt, selber die Heilung zu empfangen und aber auch die Erde die Heilung zu empfangen, weil wenn diese Erinnerungen, also diese traumatischen Erinnerungen der Erde geheilt werden, dann ist das ja auch für all die nach uns kommen an diesem Ort anders.